Hallo Freunde, willkommen bei Urban Spirits. Mein Name ist Tyron Ricketts und heute gehen wir zu Doro James und fragen sie, was sie macht, um andere Leute glücklich zu machen und vor allen Dingen, was sie macht, um selbst ein glücklicher Mensch zu sein. Komm mit. Ich sitze hier gerade bei Doro und ich bin noch so ein bisschen in einer anderen Welt, weil ich gerade eine Massage bekommen habe. Ich fände es interessant, wenn du mir mal erzählen würdest, als was du dich selbst bezeichnen würdest. Was machst du denn? Was bist du denn? Das ist eigentlich meine größte Hoffnung, dass du nicht diese Frage stellst. Ich sag mal, wenn mich Leute fragen, was ich mache, sage ich, ich behandle Menschen. Weil das ist genau, was ich tue. Ich behandle Menschen. Ich könnte natürlich, wenn ich nur massieren würde, könnte ich sagen, ich bin Masseure. Es ist schwer zu definieren. Also es ist tatsächlich, es gibt nicht so eine Bezeichnung. Ja, zum Beispiel, ich bin ja auch Heilpraktikerin und wenn man den Leuten sagt, man sagt man, ach ja. Würdest du sagen, dass das, was du tust, dass das deine Berufung ist? Interessant ist, dass wenn andere Leute über mich sprechen, über das, was ich mache, oder zu mir kommen, dann sagen die, das ist ihre Berufung so. Das höre ich schon häufig. Ich würde sagen, ich mache es, weil ich es kann. Und auch, weil es mir natürlich auch Spaß macht. Es macht mir Freude, weil ich weiß, ich kann Dinge lösen oder bewegen. Ja. Natürlich durch meine Hände, aber auch einfach durch so eine bestimmte Absicht. Macht dich das glücklich, dass du Leuten helfen kannst? Ja. Ich würde sagen, es ist zumindest, es ist eine sehr friedliche Sache. Es ist auf jeden Fall eine Zufriedenheit darüber, dass ich weiß, ich kann Menschen in kleineren oder auch größeren Sachen weiterhelfen. Das heißt, lernst du auch was über dich selbst, wenn du Leute machst? Absolut. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Weil es immer ein Austausch ist und ich ja merke, ob bestimmte Dinge mich berühren oder ob das sehr weit weg ist von mir gerade. Oh, das knackt richtig. Genau, jetzt habe ich so ein paar alte Zeilen im Stall. Das sind nicht wirklich alte. Das ist einfach, weil ich echt viel Stress habe. Genau, das ist einfach nur, das liegt ein bisschen was drauf auf den Schultern. Das ist noch eine relativ, das kann man noch, das zählt noch nicht als Verspannung, sondern als Anspannung. Spürst du das denn, wie sich die Leute fühlen? Wenn die Leute bei dir auf der Liege liegen, hast du ein Gespür dafür, ob jemand glücklich und zufrieden ist oder nicht? Ja, schon. Weil das ist ja, vor allem wenn ich nah dran bin an demjenigen und anfange mit dem einfach in Aktion zu treten, das ist ja eine Art Kommunikation, auch mit dem Körper, mit allem, dann spüre ich schon, wie so die Grundlage gerade ist. Findest du, dass das Leben in der Stadt an sich, ist das förderlich für das Glück oder eher negativ dafür? Eher ich glaube beides. Ich merke auch für mich so in letzter Zeit, ich bin jetzt hier eine Weile, das ist okay, aber im Grunde förderlich für mein Glück wäre eine gute Mischung. Eine gewisse Weile rauszugehen aus dem Ganzen und zur Ruhe zu kommen im Sinne von nicht so, ach, dieser ganze Stress. Ich empfinde das ja nicht als Stress, wenn ich drin bin. Das ist ja für mich eine Normalität. Aber ich weiß, dass wenn ich raus bin, das merke ich auch, wenn ich mal eine Woche irgendwo war auf irgendeinem Kurs oder so, dann merke ich, das ist alles extrem viel, da ist viel Anstrengung drin. Und auf der anderen Seite, nur außerhalb dessen zu leben, was ja da ist und ein Teil ist der Welt, in der wir leben, finde ich dann auch Quatsch. Wie ist denn, wenn du in der Stadt bist, was ist denn deine Form von Stressbewältigung? Meine Form von Stressbewältigung ist, Fußball zu gucken. Das ist für mich definitiv eine gute Ausgleich. So. Weil da kann ich relativ, es bezieht sich nicht persönlich auf einen Menschen. Es ist ein Bildschirm so, es interessiert mich wirklich, was da abläuft. Und ich kann viele Emotionen rauslassen. Und was passiert dann, wenn du Fußball guckst? Wenn der da spielt, der hätte schon reinziehen können. Der hätte schon einziehen können mit seinem Start. Leute! Meine Fresse! Nicht nur umgehen! Meine Fresse, du! Das gibt's
kannst doch nicht! Na, da passiert Folgendes, dass ich mich ja in dem Moment, ich habe ja eine Mannschaft, also ich für eine Mannschaft entschieden. Es gibt ja auch Menschen, die gucken einfach nur Fußball. Ja. Die sind nicht so, die haben das nicht so ein Fan-Ding. Und das verstehe ich auch total, weil das ja im Grunde genommen absurd ist. Also so, ich finde es auch lustig, aber trotzdem, in dem Moment gehe ich in die Identifikation. So. Das ist dann mein Verein und dann ist es mir wichtig, was da passiert. Ja. Für mich ist das eh eine hochspirituelle Angelegenheit, weil es geht um eine sehr, sehr einfache Sache. Da kommen zwei aufeinander. Es ist ein archetypisches Ding so. Ja, man könnte sagen, ja. Aber wenn man sich anguckt, was dabei passiert, dann wird sehr viel abgedeckt, weil es ist eine ehrliche Sache. Ja, nicht das Ganze, die Maschinerie drumherum, die Wirtschaft, die da dran ist, natürlich Wahnsinn. Aber an sich, das Spiel, es kommen zwei Mannschaften aufeinander, die geben alles. Die Faktoren, die zusammenkommen, wer gewinnt, hat was mit Leistung zu tun, hat was mit individuellen Leistungen zu tun, mit einer Mannschaftsleistung, aber auch mit Glück, mit einer Tagesform, mit was weiß ich, ob der Mond gerade abnimmt oder zu oder was auch immer. Da kommen tausend Sachen zusammen, die bedingen, wer gewinnt. Ich bin für die eine Mannschaft, ja, das heißt, ich solidarisiere mich mit denen und dann bin ich froh, wenn sie gewonnen haben, dann freue ich mich darüber. Und wenn sie verloren haben, dann bin ich natürlich genervt und bin schlecht drauf. Es ist eine sehr klare Sache. Ja, es ist so, da gibt es auch nichts dazwischen oder so. Ja. Und das mag ich auf jeden Fall. Und in dem Moment nehme ich das total ernst. Ich bin dann auch wirklich sauer, wenn die Scheiße bin. Das ist mein völliger Ernst. Davor aber und danach, wenn ich jetzt auch darüber rede, finde ich es natürlich hochamüsant. Ja? Weil es eigentlich total lustig ist. Ja? So, weil man kann das ja nicht ernst nehmen. Aber in dem Moment gibt es mir sehr viel. Und dann drehe ich ein bisschen durch. Und so, ist geil. Dankeschön. So, ja. Das war's von uns hier mit Doro, Spirits. Ich bin Tyron Ricketts und ich bin draußen. Ich habe gelernt, dass Fußball ein gutes Mittel ist, um Stress abzubauen und dass man sich auf jeden Fall selbst nicht zu ernst nehmen darf. Ja, bis zum nächsten Mal, Spirits.